Oh mein Gott, Leute, ich hab hier was entdeckt. Eine Pyramide. Oh, das werde ich mir gleich mal ansehen, was sich dort drin befindet. Was zur Hölle ist das denn? Ja, Leute, ihr seht vollkommen richtig. Das hier ist die Stargate Mod, beziehungsweise sie heißt Stargate Craft, aber ich nenne es einfach Stargate. Ihr seht einfach, das sieht richtig, richtig geil aus hier. Und ich dachte, das hier ist eine der geilsten Mods, die ich seit langem mal wieder gesehen habe. Also die ist wirklich awesome und die liebe ich jetzt schon, wenn ich das hier schon sehe. Und richtig, richtig geil einfach. Ich werde euch jetzt einfach mal kurz demonstrieren, wie das Ganze hier aussieht. Ihr seht, da unten gibt es diese neue Blöcke. Damit baut man ein funktionierendes Stargate. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Allerdings machen wir jetzt zuallererst mal hier, geben wir die Adresse ein. So, diese Zeichen, wer die Serie kennt, der muss diese Mod einfach nur lieben. Ich habe jetzt hier die Adresse eingegeben, sozusagen von dem anderen Stargate, wo wir jetzt hinreisen werden. Und dann drücken wir jetzt einfach mal drauf. Leute, da muss der Daumen eindeutig hoch und das Video muss geteilt werden, denn diese Mod ist und bleibt awesome hoch 10. Ihr seht, ich habe jetzt hier das Ganze ausgewählt und dieses Teil, das schwappt so rum. Das ist einfach wie in dem Film, wie in der Serie. Es ist einfach richtig, richtig geil. Wir gehen jetzt mal in dieses Portal rein und ho, willkommen hier raus auf der anderen Seite und wir können wieder zurückgehen und hin und her und hin und her und das Ganze könnt ihr auch wieder ausschalten und nochmal dasselbe eingeben und dann passiert das. Die Adresse des Stargates könnt ihr rausfinden, indem ihr draufklickt. Hier steht HFTDNBA. Ich schreibe mir das mal kurz auf. HF TDNBA. So, einfach mal kurz aufgeschrieben. Ihr seht schon hier gibt es Naquada. Das könnt ihr craften mit Kohle, noch irgendwas. Also die Crafting-Rezepte findet ihr in der Beschreibung. Ich finde es einfach nur mega, mega geil. Ich mach mal Time Set 0. Wir gehen jetzt einfach mal hin, fliegen etwas weiter weg. Wo man zum Beispiel nochmal, also in den verschiedenen Biomen könnte man sich dann verschiedene Stargates machen und es ist einfach richtig, richtig awesome. Ja, so, ich sehe jetzt da unten ist ein Spawner, da werde ich mich mal kurz reinbauen und da drin ein Stargate bauen. So, damit ich es euch zeigen kann. So, da unten drin war das. Richtig? Da war doch irgendwas. Jo, hier ist eine Höhle. Ja, da war doch ein Spawner. Oh Mann. Gut, ich baue jetzt das Stargate mal hier in der Höhle drin. Ich stelle ein paar Fackeln auf. So, wir sind jetzt diese Außerirdischen, diese höhere intelligente Lebensform, die die Stargates aufstellt. Und zwar beginnt alles mit dem Stargate Base Block. Der wird hier platziert. Daneben zwei Stargate Ring Blöcke. Dann Stargate Chevron Blöcke. Und dann immer abwechselnd. Hier ein Ringblock. Dann Chevron, Chevron. Ring, Ring. So. Dann Chevron, Chevron. Ring, Ring. Und Achtung, Chevron. Hä? Nein! Kann man das in der Höhle nicht bauen oder was? So. Geht's. Also es muss über diesem Block frei sein, über den in der Mitte. Dann haben wir hier unser Stargate. Und jetzt brauchen wir natürlich etwas, um dieses Stargate zu kontrollieren. Nämlich hier den Stargate Controller. Den müsst ihr circa drei Blöcke, vier Blöcke
von dem Stargate entfernt, keine Ahnung. Also hier setze ich den jetzt mal hin. Und damit das Stargate läuft, braucht ihr dieses hier, das findet ihr alles bei Verschiedenes. Dort, das hier braucht ihr alles zum Craften. Ihr seht die Crafting-Rezepte in dem Link in der Beschreibung. Und ja, damit es eben alles hier funktioniert, packen wir das hier rein. Und ihr seht auch hier die Adresse URRGNBA. So, und jetzt haben wir uns das Stargate gebaut. Jetzt können wir wieder auswählen. UFTDNBA. Machen wir jetzt. Ich liebe diesen Vorgang einfach. Es ist einfach mega, mega geil. Da müsst ihr mir einfach recht geben. Das ist die geilste Mod, die ich seit langem, langem gesehen habe. Und wie ihr das Ganze findet, einfach damit in die Kommentare. Es ist, glaube ich, sogar Multiplayer-kompatibel. Glaube ich, vermute ich jetzt einfach mal. Und wir gehen da durch und kommen natürlich auf der anderen Seite raus. Dort können wir hingehen, das Ganze ausschalten und die neue Adresse wählen, nämlich HFTDNBA. So. Ich liebe es. Guckt euch das einfach mal an. Ich bleibe jetzt mal so stehen, weil wenn dann diese Flüssigkeit kommt, das ist einfach... Leute, ich finde es einfach geil. Guckt euch das mal an. Wer programmiert sowas? Der ist Gott. Guckt mal. Leute, ab damit wieder. Es ist einfach richtig awesome. Ja, ganz kurz, ihr braucht dazu einfach nur Forge. Ich spiele das Ganze auf der Version 1.6.4, weil es natürlich auf der 1.7. Was weiß ich, nicht raus ist. Und ich wollte es euch einfach zeigen. Und ich würde mich echt freuen, wenn dieses Video hier geteilt wird, damit es ziemlich viele Leute sehen, weil... Also, wer diese Mod nicht mag, der kann sonst wohin gehen in die Wüste. Gut, ich bin jetzt auch in der Wüste, aber ich mag diese Mod. Schreibt mir bitte eure Kommentare, eure Eindrücke, was auch immer in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch. Ciao, euer Basti Zock.